So, hallo Leute, ich habe heute ja, so eine kleine Sensation, sage ich jetzt mal. Da sich ja die Firma Mora jetzt eher auf den Hochwertbereich konzentriert, also ich sag mal Messer ja, aufwärts 60 Euro oder ja, 100 Euro, hat die Firma Hultafors, die man normalerweise nur aus dem Werkzeugbereich kennt, sich gedacht, okay, Mücken ohne Ende. Wir verkaufen auch Messer unter 30 Euro für den Bushcraft-Bereich. Und da gibt es jetzt zwei neue. Und so schauen die guten Teile aus. Dürfte ja wahrscheinlich den meisten Leuten bekannt sein. Und zwar ist das sogenannte Grobmesser von Hultafors. Aber halt ein bisschen umgearbeitet. Vom Prinzip, am besten hole ich jetzt erstmal schnell mein Grobmesser, dann sieht man den Vergleich besser. Welch ein Wunder, heute habe ich mal keins dabei. Aber ist wurscht, schauen wir uns erstmal eins an. Das ist das OK, also Outdoor Knife 1. Fällt der gleich auf, man hat hier so ein Bommel dran, also eine Schlaufe, ja, das ist so, ja, Kondura ist jetzt ja, eine Stoffschlaufe. Und zwar, es war ja immer das Problem bei den Hultafors-Messern, dass die sehr, sehr kleine Rillen hatten, wo man also diese dicken Outdoor-Gürtel nicht durchbringt. Machen wir es mal auf und so schaut das gute Teil aus. Aber also hier. Ja, Größenangaben, Hultafors Logo, ist wie gesagt wieder ein Carbonstahl und ist diesmal beschichtet. Vom Prinzip Handling ist es genau das gleiche wie das Grobmesser. Unterschied ist nur, bei den Grobmessern, man sieht es hier hoffentlich jetzt ein bisschen, das ist sozusagen die, ja, so waren die Grobmesser vorher. Und die Firma Hultafors hat das hier komplett plan geschliffen. Und zwar aus dem einfachen Grund Feuerstahl. Viele sind dann hergegangen, haben privat das dann geschliffen. Jetzt. Naja. Und wie gesagt, das kann man sich jetzt sparen. Ja, Beschichtung hält auch noch gut dran. Und kann dann praktisch da den Feuerstahl drüber ziehen. Dann gibt es hier das OK4. Unterschied ist da, wie gesagt, wieder nur ein etwas schmalerer Griff und Gummierung. Also das kennt man von den, also alle ja, GH-Messer hinten raus bei Hultafors haben praktisch diesen Gummigriff. Von der Stärke sind sie beide komplett gleich. Wie gesagt, hier ein etwas kleinerer Griff mit Gummi und hier der große, den man vom GK kennt. Unterschied ist noch, hier ist ein dunkelgrüner Griff und hier ist wie gesagt hellgrün mit Gummierung. Was natürlich ein absoluter ja, Gag ist, ist die Scheide. Man kann es also wie gehabt bei allen Hultafors-Messern hier im Gürtel einklemmen. Man kann es hier in den Knopf einziehen. Und die Firma Hultafors ist einfach hergegangen, hat da eine kleine Schlaufe drum gemacht. Hier kann ich also jeden Feuerstahl von jeder Stärke drin einhängen. Zack, drüber. Und als zusätzliche Sicherung ist hier ein Knopf drin. Den schiebe ich hier durch. Zack. Und dann sitzt das Ding bombenfest drin. Und das ist natürlich ja, eine geile Geschichte. Einfach so ein Gürtel. Und ich kann das Messer, wie man jetzt hier auch sieht, ganz normal ziehen.
Es ist ein bisschen Spiel hier oben, aber minimal. Kommt jetzt auf die Breite vom Gürtel drauf an und kann dann damit arbeiten. Ist absolut coole Idee. Also einmal haben sie das Problem mit der Dicke vom Gürtel gelöst. Dann haben wir auch gleichzeitig noch einen Feuerstahlhalter dran gemacht. Der Rücken ist plan geschliffen, dass man also dann schön anreißen kann. Da machen wir die Seite. Also geht wie Gift. Und einmal GK und einmal HVK GH mit Gummigriff. Also die neuen Low-Budget Buschkraftmesser, die mit Größenangaben und so weiter, Carbonstahl, scharf wie die Sau. Ja, aber da brauche ich jetzt nicht viel rummachen, dafür ist das GK bekannt. Kosten tun sie zwischen 20 und 30 Euro und ist eine absolut gute Idee von Hulterforce. Also wie gesagt, die sagen dann gut, das nehmen wir gerne mit, ne? Und haben jetzt sozusagen ihre eigene Buschkraft Outdoor Serie. Und mit diesem Stretch hier hält das Ding auch bombenfest. Also da braucht man nichts drum wickeln, der hält von allein. Und das Gute ist, ich kann jede Art von Stärke reintun. Also egal, ob das jetzt so ein Light My Fire ist oder hier die dicken Dinger von Wildo. Das spielt also keine Rolle. Haben wir hier also eins der neuen Low-Budget Buschkraftmesser von Hulterforce. Und das ist natürlich schon eine coole Idee. Und vor allem, das, wie sie das hier mit der Gürtelschlaufe gelöst haben, ist schon genial. Ja, das war's. Kurze Vorstellung. Ein neuer Gag. Hulterforce Outdoor Knife. Vielen Dank, macht's es gut, euer Waldläufer.